Seit Anbeginn der Zeit suchen Menschen schon immer nach dem Besten. Dem besten Essen, dem besten Partner, dem besten Auto oder den besten Videos auf YouTube. Okay, zumindest die müsst ihr nicht länger suchen, ihr kennt ja meinen Kanal. Doch was ist eigentlich das Beste? Der Duden beschreibt es als etwas im höchsten Maße oder gerade gut, so gut wie irgend möglich. Doch gilt das universell? Kann es nicht sein, dass jeder von uns das Beste anders definiert? Meiner Meinung nach ja. Denn was für mich grandios ist, ist für euch vielleicht schlecht. Und das, was für euch gut ist, finde ich langweilig und überbewertet. Und genau aus diesem Grund wird es Zeit, aus den unzähligen Toplisten, die es da draußen gibt, meine Topliste zu machen. Lasst mich das mal anhand eines Beispiels erklären. Okay. Ihr überlegt euch, einen Nintendo 64 zuzulegen. Was, by the way, übrigens eine super Entscheidung ist. Das war eine tolle Konsole. Die Grafik sieht zwar heute aus, aber egal. Und ihr fragt euch natürlich, hey, welche Spiele soll ich mir dafür eigentlich kaufen? Clever wie ihr Schlingel nun mal seid, schaut ihr natürlich auf YouTube nach den besten N64-Spielen. Und da kommen wir zu dem großen Problem. Denn die meisten dieser Videos werden ungefähr so ablaufen. Und Platz 1 ist natürlich Zelda Ocarina of Time. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so gut. Oh, das ist so geil. Ich liebe dieses Spiel. Doch was wäre, wenn man dieses Spiel zu N64-Zeiten gar nicht gespielt hat? Was, wenn man es erst auf dem 3DS nachgeholt hat und dann gemerkt hat, dass es zwar ein gutes Spiel ist, aber bei Weitem nicht so gut, wie alle immer sagen? Versteht ihr? Das Thema Nostalgie macht bei diesen Toplisten immer einen ganz großen Faktor aus. Und natürlich ist es normal, dass ihr in Toplisten oftmals die gleichen Spiele findet. Manche Spiele sind eben einfach besser als andere. Aber trotzdem, meiner Meinung nach sollten die Creator dieser Videos einfach zugeben, dass es nicht die objektiv besten Spiele sind, die sie da aufzählen, sondern ihre persönlichen. Oder die, von denen die Zuschauer es erwarten, sie zu sehen. Und genau aus diesem Grund zeige ich euch heute meine ganz persönlichen Top 5 der besten N64-Spiele. Konichi und Wa, Freunde der 64-Bit-Power-Maschine. Der N64 hat zwar nicht die größte Spielebibliothek der Nintendo-Konsolen, aber es gibt dennoch echt viele wundervolle Spiele für das Teil. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal die, welche ich am besten finde. Beginnen wir mit dem 5. Platz. Rayman war für mich damals nicht wirklich ein Thema. Ich habe zwar den ersten Teil auf der PlayStation gespielt, aber dank dem absurd hohen Schwierigkeitsgrad gegen Ende des Spiels nie durchgespielt. Ich fand das Game zwar ganz nett und ich mochte auch immer den Artstyle, aber das war dann auch schon alles, was ich zum Thema Rayman sagen konnte. Doch all das änderte sich, als Ubisoft im Jahre 1999 die Fortsetzung Rayman 2 The Great Escape veröffentlichte. Ich habe das Spiel damals gesehen und dachte mir, oh, anscheinend gibt es eine Nachfolge zu Rayman. Und dann habe ich die Screenshots auf der Rückseite der Verpackung gesehen und dachte mir, oh, anscheinend gibt es eine Nachfolge zu Rayman. Und zwar in 3D. Ich war immer ein Fan von 3D-Plattformen. Und schon eine Minute, nachdem ich das Modul in meinen N64 geschoben habe, war es um mich geschehen und meine noch junge Seele war an Ubisoft verkauft. Nein, wirklich. Das Spiel hat mich gleich mit der Anfangssequenz so fasziniert, dass ich meine gesamten Pläne für den Tag abgeblasen habe. Ich hole mal ein bisschen aus. An dem Tag, an dem ich zum ersten Mal Rayman 2 gespielt hatte, gab es eine Monster Truck Show in meiner Stadt. Und für den kleinen Akido war das eine große Sache. Ich meine, Monster Trucks sind cool. Und ich hatte mich wochenlang, wirklich wochenlang auf dieses Event gefreut. Und dann kam Rayman 2 und ich bin den ganzen Tag zu Hause geblieben und habe gezockt. So im Nachhinein erklärt das einiges. Der Rayman-Stil hat in 3D wunderbar funktioniert und sah für damalige Verhältnisse echt gut aus. Auch wenn ich heute eher die Dreamcast-Version empfehlen würde. Die sah einfach deutlich besser aus. Trotzdem war das Spiel auf dem N64 ganz hübsch. Egal, ob es die unterschiedlichen Level waren, die Geschichte, der Humor oder die fantastische Musik.
Kommen wir zur Story. Böse Piraten haben das Land übernommen und Rayman entführt. Zusammen mit seinem Freund Globox kann Rayman allerdings aus der Gefangenschaft entkommen und muss fortan die Piraten aufhalten. Ihr hüpft, hangelt und slidet durch die verschiedenen Level, sammelt Lums ein und löst hier und da ein paar einfache Rätsel. Mit genügend Lums schaltet ihr neue Level frei und erforscht so Stück für Stück die Welt von Rayman 2. Solltet ihr auch nur minimal an 3D-Jump'n'Runs interessiert sein, dann ist dieses Spiel auf jeden Fall einen Blick wert. Ist das etwa... Ja, der Legende nach ein echt toller Plattformer, wenn man mal etwas anderes als Mario spielen möchte. Wow, dann los, lass uns zurückkehren und das zusammen spielen. Ich denke nicht, dass sich dieses Game als gutes Multiplayer-Spiel eignet. Aber das ist nicht schlimm. Ich sehe, hier sind noch mehr Spiele. Naja, ob sich Mario Kart 64 so gut als Multiplayer-Titel eignet, kann ich jetzt nicht sagen. Ich meine, bei keinem anderen Spiel wollte ich meine Mitspieler lieber umbringen als bei Mario Kart. Aber egal, das Spiel hat trotzdem immer Spaß gemacht. Ob im Singleplayer, im Rennen gegen Freunde oder im Battle-Modus. Vor allem in dieser Block-Arena. Meiner Meinung nach die beste Battle-Arena, die es in Mario Kart jemals gab. Meine Güte, die war echt gut. Mario Kart 64 ist im Grunde genauso wie alle anderen Mario Kart Spiele auch, nur eben etwas älter und simpler. Ihr wählt euch eine Kubikklasse aus, entscheidet euch für einen der 8 Fahrer und schaut mal, wie niedlich die hier im Auswahlbildschirm blinzeln. Vor allem Toad. Oh. Und dann geht es auch schon auf einer der 16 Strecken los. Auch wenn ihr dieses Spiel nie gespielt habt, werdet ihr die meisten der Strecken trotzdem bereits kennen, da sie in den anderen Mario Kart Spielen auch auftauchten. Das Gameplay ist auch wie immer, nur dass es in Mario Kart 64 keine Unterschiede bei den Fahrern gibt. Also zumindest gibt es keine schnelleren oder langsameren Fahrer. Allerdings kann man mit größeren Charakteren die kleineren wegrammen. Ein kleiner Unterschied der Fahrer ist also doch irgendwie da. Ich mag die Strecken, die Musik und die allgemeine Atmosphäre des Spiels. Es fühlt sich für mich immer irgendwie vertraut an. Und es ist mein zweitliebstes Mario Kart aller Zeiten. Mein Favorit ist Double Dash, aber das ist eine Geschichte für ein anderes Video. Mario Kart 64, hä? Das dürfte spaßig werden. Sollten wir jetzt zurück? Warte, hier sind noch 3 andere Spiele. Ach ja? Welche denn? Ich kann es noch nicht sagen, aber hier ist eins mit einem Affen drauf. Wisst ihr, so schlecht wie die heutige Zeit auch manchmal aussieht, ist sie, zumindest aus technischer Sicht, echt aufregend. Spiele können heutzutage so gut aussehen. Aber das war nicht immer so. Früher sahen Videospiele nämlich so aus. Nach und nach wurden die 2D-Spiele zwar immer besser, aber der große Sprung kam dann erst mit dem Wechsel von 2 auf 3D. Und ich kann mich heute noch ganz genau an meine erste Erfahrung mit der dritten Dimension erinnern. Mein erstes Mal. Heute 3D-Spiele. Eines Tages war ich zu Besuch bei Verwandten. Dort gab es einen NES, auf dem ich immer gespielt habe. Und so wollte ich es auch an jenem Tag tun. Doch als ich das Zimmer betrat, in dem ich das Nintendo Entertainment System vermutete, stand dort plötzlich dieser mir unbekannte schwarze Kasten. Und darin steckte das Modul von Donkey Kong 64. Ich schaltete die Konsole ein, nahm den seltsam geformten Controller in die Hand und nachdem ich endlich herausfand, wie man den Controller wohl richtig hält, konnte das Spiel auch schon losgehen. Das Game beginnt in Donkey Kongs Baumhaus und eigentlich ist es relativ klar, dass man zuerst mal aus diesem Baumhaus raus muss. Doch das war leichter gesagt als getan, denn das Spiel war irgendwie anders, als ich es damals von anderen Spielen kannte. Es gab mehr als 2 Richtungen, in die man sich bewegen konnte. Das hat damals mein noch junges Gehirn einfach maßlos überfordert. Ich glaube, ich habe ungefähr eine Viertelstunde gebraucht, um herauszufinden, wie man mit der dreidimensionalen Steuerung klarkommt. Doch das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn so kam ich doch noch in den Genuss meines ersten Rare Games. Und ich fand es grandios. Donkey Kong, welchen ich zuvor nur von dem gleichnamigen Spiel auf dem NES oder dem Game Boy kannte, war plötzlich ein vollwertiger Charakter. Es gab eine richtige Geschichte, tolle Level, einen atmosphärischen Soundtrack, viel Zeug zum Sammeln und mehrere spielbare Charaktere. Außerdem war es an manchen Stellen echt düster für ein Nintendo-Spiel. Und dem jungen Crunch-Rock-Fan, der in mir heranwachsen sollte, hat das außerordentlich gut gefallen. Ich hatte jedenfalls wahnsinnig viel Spaß daran, die Oberwelt und die verschiedenen Level zu erkunden. Es mag zwar nicht das beste Spiel sein, das Rare für den N64 released hat, aber es ist dennoch ein super Titel, den ihr euch unbedingt mal ansehen solltet.
Rare? Noch nie von denen gehört. Der Legende nach war das ein englisches Entwicklerstudio, welches neben Nintendo die besten Spiele für das N64 gemacht haben. Titel wie Perfect Dark, Conker und GoldenEye. Allerdings wurde das Studio später an Microsoft verkauft und hat daraufhin nicht mehr wirklich abgeliefert. Oh, verstehe. Super Mario 64. Ja, das war abzusehen. Aber es ist nun mal einfach eines der besten Spiele auf dem N64 und das wohl beste Mario-Spiel auf der Konsole. Ich glaube, ich muss zu diesem Spiel nicht allzu viel erzählen. Ihr kennt es alle. Super Mario 64 ist ein All-Time-Classic und hat damals neue Maßstäbe für 3D-Games gesetzt. Es spielt sich butterweich und glaubt mir, das galt damals nicht für alle 3D-Spiele. Wenn ihr mal Fade to Black für die PlayStation 1 gespielt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Jedes Level hat sich anders angefühlt. Jedes Level war innovativ. Ja, sogar das von mir so verhasste Regenbogenraserei. Jede Sekunde in diesem Spiel hat mir Spaß gemacht. Und es ist eines dieser Spiele, die ich bis heute alle ein bis zwei Jahre mindestens einmal durchspiele. Und ich freue mich auch jedes Mal wieder darauf, es zu spielen. Naja, außer eben Regenbogenraserei. Super Mario 64? Ja, davon habe ich in den alten Büchern gelesen. Ja, das Spiel war damals sehr beliebt. Aber da ist doch noch ein Spiel drin, oder? Ja. Was ist es denn? Es ist offensichtlich das Beste der Spiele. Es ist... Auf Platz 1 meiner liebsten und besten N64-Spiele haben wir Banjo-Kazooie. Diejenigen von euch, die sich mein extra Video über dieses Spiel angesehen haben, werden das schon vermutet haben, aber ich liebe Banjo-Kazooie. Das Game ist ein klassischer 3D-Plattformer und die Hauptaufgabe ist das Sammeln. Und oh Junge, gibt es in Banjo-Kazooie viel zu sammeln. Ich meine wirklich viel. Wirklich, wirklich viel. Ihr übernimmt die Rolle des Bären Banjo, der mit seiner Freundin Kazooie auf dem Rücken durch grandios designte Level hüpft, um Zeug zu sammeln. Man sammelt halt wirklich viel Zeug in dem Spiel. Ich kann euch gar nicht genau sagen, was dieses Spiel für mich so besonders macht. Vielleicht ist es das Setting, vielleicht das Gameplay-Element, dass man sich in verschiedene Gegenstände und Tiere verwandeln kann, vielleicht die wunderschöne Musik von Grant Kirkhope oder vielleicht einfach nur Mambo Jumbo. Die Story ist schnell erklärt. In Banjos Heimat, den Spiral Mountains, wohnt eine böse Hexe namens Gruntilda. Diese erfährt irgendwann, dass es eine junge Bärin gibt, die schöner ist als sie. Und daraufhin entführt sie diese Bärin einfach. Wie sich herausstellte, ist diese junge Bärendame die Schwester von Banjo. Und nun liegt es natürlich an euch, eure Schwester zu befreien und Gruntilda zu besiegen. Das macht ihr, indem ihr Noten und die sogenannten Chickies einsammelt, um in Gruntildas Unterschlupf, sowas wie der Hubwelt, weiterzukommen. Ich könnte jetzt noch ewig über dieses Spiel erzählen, aber wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr euch einfach mein Video über dieses Spiel anschauen. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Mich würde jetzt aber natürlich noch interessieren, was eurer Meinung nach die besten Spiele für den Nintendo 64 sind. Lasst uns da gerne mal in den Kommentaren unter diesem Video drüber reden. Und schreibt mir auch gerne, ob ich so ein Video nochmal bringen soll und wenn ja, über welche Konsole ihr gerne was sehen wollt. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.